Hallo, vielen Dank nochmal, Birgit, für die schöne Vorstellung. Und ich möchte Sie heute auch begrüßen zu unserem Webinar Automatisierte Bewertung in der Programmierausbildung. Wir werden da heute auch ein paar Demonstrationen haben. Ich werde Ihnen da ein bisschen was zeigen und später wird Ihnen Ute auch noch ein bisschen didaktische Hintergründe und wir werden auch noch in eine Diskussion starten. Aber jetzt haben Sie uns kennengelernt ein bisschen und da wollen wir natürlich auch gerne wissen, wen haben wir denn bei hier gegenüber sitzen? Und deswegen würde ich Sie bitten, einfach kurz die Abstimmung zu machen, damit wir dann erstmal wissen, wer hier sitzt und vielleicht auch welche Erwartungen Sie haben. Dementsprechend können wir dann adaptiv unser Webinar anpassen. Keine konkreten Erwartungen, einfaches Interesse und den aktuellen Stand in dem Bereich mitbekommen. Ich sehe, es gibt keine Kenntnisse bereits oder Erfahrungen mit Programmieraufgaben in der Lehre und alle, die heute hier sind, sind Didaktiker. Okay, na dann werden wir dementsprechend unser Webinar anpassen. Nein, wir machen einfach unser Programm. Genau. Dann lade ich Sie erstmal jetzt herzlich ein, mir zu folgen, und zwar zurück zur Folie. Ich will kurz auf die Agenda eingehen. Ich werde gleich am Anfang, werde ich erstmal vorstellen, also in welcher Gruppe wir arbeiten. Ich werde dann zu einer Demonstration von StudelP kommen und von Moodle. Das haben wir an der Ostfalia ja schon bereits implementiert. Ich werde nochmal auf die Vorteile eingehen, welche dafür, für die automatisierte Programmierbewertung und die Motivation und noch, wie die Systeme zusammenhängen. Später wird Uta dann die didaktischen Einsatzszenarien noch vorstellen, Austauschformat und noch einen Ausblick geben. Genau, kurz zur Vorstellung. Wir sind ja nicht nur in dem E-Kult-Bereich für das formative Assessment, also für das automatisierte Programmierbewertungssysteme zuständig, sondern wir haben auch noch eine Workshop-Reihe und die haben wir seit 2013, alle 2 Jahre. Wir hatten in Hannover angefangen, dann Wolfenbüttel, Potsdam und dieses Jahr soll es in Duisburg-Essen stattfinden. In dieser Workshop-Reihe haben wir deutschlandweit und ich glaube sogar jemand aus dem Ausland, oder korrigier mich, hatten wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dazu ihren Stand der Technik oder neue Innovationen veröffentlicht haben. Das ist eine sehr spannende Community und vor allen Dingen auch eine sehr dynamische und für den Austausch bereite. Da freuen wir uns auch dieses Jahr wieder drauf. Genau. Jetzt fragen sich natürlich, unsere Gruppe heißt im E-Code-Kontext immer Proforma. Viele sagen so, hä, Proforma? Wofür steht das überhaupt? Das steht für Programming Formative Assessment. Da steht im Vordergrund natürlich das formative Assessment, das heißt das unterrichtsbegleitende Überprüfen. Da komme ich gleich auch zur Motivation, weil nämlich wenn man das im Unterricht überprüft, gibt es ein sofortiges Feedback für die Studierenden, die so, das als Self-Assessment nutzen können und aber auch für die Lehrenden, um den aktuellen Stand der Studierenden und eventuelle Probleme direkt wahrzunehmen und wieder in die Lehre zurückzuführen und dort das aufzugreifen. Ein anderer Punkt ist halt die Ortsunabhängigkeit. Die Studierenden können von zu Hause die Aufgaben bearbeiten und sind nicht angewiesen, an irgendeinen Ort zu gehen oder dafür besondere Systeme zu haben. Es ist sogar möglich, dadurch, dass die Anwendungen im Web laufen, dass man keine spezielle Hardware benötigt, sondern einfach einen einfachen Webbrowser. Für komplexere Aufgaben empfiehlt es sich natürlich trotzdem, das schon zuvor zu bereiten, aber dazu komme ich gleich in der Demonstration. Allgemein kann man sagen, es gibt eine Zeitersparnis, die wird sich aber erst nach längerem einstellen, weil am Anfang ist es natürlich erstmal arbeitsaufwendig, Programmieraufgaben zu entwickeln. Und deswegen ist auch eines unserer Ziele, Aufgaben auch auszutauschen. Und mit dem Aufgabenaustausch und diesen Aufgaben, die man dann hat, hat man Aufgabenpool, den man häufig wiederverwenden kann, ein wenig abändern kann und so gerade auch für Programmierbeginnerinnen und Beginner
einen guten Einstieg in die Programmierausbildung zu bieten. Genau, jetzt komme ich gleich mal zur Demonstration. Ich hoffe, das funktioniert. Ich gehe mal auf die Freigabe und gebe mal meinen Bildschirm frei. Genau. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt alle. Und ich habe jetzt hier einmal Moodle und dort bin ich jetzt in einem Kurs drinne. Für diejenigen, die Moodle jetzt nicht kennen, das ist einfach ein Lernmanagementsystem wie StudentP oder Longkappa oder Ilias. Der Fokus bei Moodle ist definitiv auch auf das Assessment und man kann viele Sachen implementieren. Hier in dem Beispiel hat meine Kollegin von der Ostfalia ein Plugin installiert und auch entwickelt, womit man Programmieraufgaben verwenden kann. Und ich möchte Ihnen mal kurz zeigen, wie erstmal das für die Studierenden aussieht. Das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, wo man jetzt eine Seite hat, wo verschiedene Programmieraufgaben zu sehen sind. Das kann auch alles nur auf einem Bildschirm sein. Und Sie sehen, hier ist die Aufgabentext, schreiben Sie ein Programm, das Hello World zeigt. Das ist meistens am Anfang, dass man einfach eine Ausgabe auf den Bildschirm gibt. Die Studierenden haben meistens schon quasi gelernt, was Methoden sind oder wie man Sachen programmiert. Man kann dort halt hier in diesem Textfeld, kann man auch seinen Text schreiben, dann kann man, Sie sehen, es ändert sich auch die Farbe. Für diejenigen, die jetzt nicht in dem Programmierkontext sind, das ist quasi schon mit Einrückungen und auch diese Klammersetzung, das ist möglich, quasi hier drinnen in dem Textfeld auch schon ein bisschen was zu entwickeln für kleinere Programmieranfänger. Genau, das ist Syntax-Highlighting. Ansonsten wird das jetzt, dieses Programm wird jetzt nicht funktionieren, aber ich prüfe das trotzdem mal, Sie werden sehen. Es gibt quasi von dem Moodle gibt es jetzt eine Anfrage an ein Bewertungssystem und es kommt eine Antwort zurück. Der Compiler sagt, hier ist ein Fehler, da ist ein Semikolon, wird expected nach dem Hello World. Und der JUnit-Test sagt das Gleiche, weil der Compiler erstmal funktionieren muss. Damit Sie quasi auch das Gefühl haben, dass es auch funktionieren kann, habe ich natürlich etwas vorbereitet, wie in jeder guten Kochshow. Ist auch schon das Gericht vorbereitet. Hier hätten wir das richtige Ergebnis. Hello World gibt über eine Methode greet, gibt die Hello World aus und die Main ruft quasi die greet auf und gibt es dann aus. Wir prüfen das mal kurz. Und Sie sehen, das was jeder Studierende, aber auch jeder andere mag, das sind die grünen Häkchen. Das heißt, die Aufgabe ist richtig gelöst. Genau, Sie sehen, man kann hier auch so ein Skelett schon mal vorbereiten. Das heißt, Studierende haben dann zum Beispiel die Klassenfunktion schon drin und müssen dann nur noch in der Methode hier zum Beispiel dann das Return zurückgeben oder hier noch den Aufruf machen. So können Sie quasi die Komplexität für Programmieranfänger etwas runterschrauben. Was auch geht, hier ist nochmal, also man kann nicht nur direkt dort Text eingeben, sondern man kann auch Dateieneinreichungen machen. Das hat gerade auch für die etwas anspruchsvolleren Programmieraufgaben, wo man nicht nur eine Datei, sondern auch mehrere Dateien, vielleicht auch als JAR, das ist quasi so eine Art ZIP-Format für Java-Dateien, kann man dort hochladen. Dort probieren wir jetzt mal aus. Ich habe da einfach schon mal... Achso, ich habe eine Datei schon hochgeladen. Bin ja wieder gut. Die ist aber auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die fehlerhaft war. Achso. Also ich habe hier keine Datei. Und kann aber eine neue Datei hinzufügen. Die letzte Datei, Dateien in Kursen, habe ich nichts hochgeladen. Genau, Sie können dann hier einfach Dateien hochladen. Ich habe da mal auch was vorbereitet. Die Datei können Sie dann hochladen. Da ist es dann auch. Die können Sie dann prüfen. Und, wir sehen, dass der Compiler, also die Datei ist fehlerfrei, aber der Checkstyle sagt uns, dass da ein paar Sachen nicht ordentlich eingerückt sind. Genau, anstatt 4 Leerzeichen sind es 3. So, dann möchte ich noch kurz zeigen in den Fragen, wie das für den Dozierenden aussieht, wenn er die einsetzt.
Dort hat man die Möglichkeit, einmal den Fragetitel. Sie sehen hier auch die wichtigen Parameter. Fragetitel, Fragetext ist wichtig. Erreichbare Punkte. Man kann auswählen, was ich gerade Ihnen gezeigt habe, so eine Art Filepicker oder einen Editor. Dieses Dateien hochladen, zum Beispiel JAWS oder Einzeldateien, machen Sie Filepicker. Mit dem Editor haben Sie diesen Syntax-Highlighting mit dem Texteditor. Sie können ja auch noch Vorgaben machen, wie viele Dateien hochzuladen sind, wie die Maximalgröße, auf was für ein Syntax-Highlighting. Genau. Und wenn Sie Mehrfachversuche haben, ob es dann Punktabzug zu Prozenten gibt. Was Sie auch noch auswählen können, ist hier zum Beispiel der Aufgabentyp. Für Moodle müssen Sie die Programmieraufgaben mit dem Editor machen. Es gibt ein Format, welches wir auch in unserer Gruppe entwickelt haben mit unseren Partnern. Der Hochschule Hannover, Klaus Dahl, dann TU Klaus Dahl, Hannover, ich vergesse bestimmt jemanden noch, Duisburg-Essen und auch die Potsdamer, Sven Strickroth. Genau. Das dazu. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz, nachdem ich Ihnen Moodle gezeigt habe, auch noch Stut.IP zeigen. In Stut.IP wird es mit der Version 1.4 in WIPS, gibt es ein Plugin. Damit kann man dann WIPS etwas aufbohren und dann kann man auch Programmieraufgaben verwenden. Was Sie hier gerade sehen, ich bin in WIPS drinne und habe dort, ich guck mal kurz, zack, Java-Test, habe dort verschiedene Aufgaben. Ich habe eine Hello World. Und dort kann ich auch, wie gerade schon im Moodle, man kann den Titel angeben, die Frage, die Musterlösung. Man kann auch eine vorgegebene Lösung, das ist so eine Art Skelett quasi, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, kann man vorgeben. Und man kann hier JUnit-Tests oder man kann auch noch weitere Tests hinzufügen, man kann auch Checkstyles hinzufügen. Kann hier auch eine Gewichtung angeben. Und wir können uns das auch nochmal kurz aus Studierendensicht anzeigen lassen. Und hier kann ich Ihnen auch nochmal die richtige Einreichung zeigen. Sie können das in dem Fall auch nur kompilieren lassen oder gleich abschicken. Und wir geben das mal kurz an und wir kriegen. Für mich ist es auch mal spannend zu sehen. Sie müssen sich vorstellen, dass welchen gleich zeigen in der Architektur. Die Systeme nehmen quasi die Einreichungen, senden die an eine Middleware, die das an ein Bewertungssystem sendet und dann gibt es ein Feedback zurück. Genau, und hier sehen Sie dann quasi, es wurden 4 von 4 Punkten erreicht. Der Java-Compiler wurde bestanden und hatte eine Gewichtung von, die war jetzt festgelegt auf 33% und der JUnit-Test quasi wurde auch, der hatte eine von 66,7%. Die Aufgabe ist damit richtig gelöst. Genau. Es gibt hier noch weitere Aufgabenblätter, wo man auch Punkte erreichen kann. Ich habe hier schon was vorbereitet gehabt und genau. Auch hier kann man quasi, das ist die Studierendensicht, die Aufgabe bearbeiten, habe ich hier auch schon gezeigt. In Stut.IP ist es auch so, dass Sie in das Aufgabenformat exportieren können. Ich glaube, der Import ist auch schon möglich, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, kann auch sein, dass das bis April fertiggestellt wird noch von Osnabrück. Und hier wird der Editor aber nicht verwendet, also oder nicht benötigt, weil die Aufgabenerstellung in Stut.IP direkt passiert. Aber man kann es auch wieder in das Format exportieren. Genau, wenn Sie dann später noch Fragen haben, kann ich Ihnen da gerne noch was sagen. Aber ansonsten bin ich hier mit der Demonstration fertig und hoffe, dass ich jetzt hier rauskomme. Ja, Freigabe beenden. Und wir gehen wieder in die Präsentation zurück. Das waren die Fallback-Folien für den Fall, dass irgendwas nicht funktioniert hätte. Genau. Und jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie das aussieht. Hier habe ich genau den Fall, dürften Sie sehen. Das Lernmanagementsystem ist quasi das System, wo sich Lehrende wie auch Studierende anmelden. Sie dürften das meistens unter Systemen kennen wie Stut.IP oder Moodle oder Ilias oder ich weiß nicht, ob Sie an Ihrer Hochschule ein anderes System verwenden, aber dort melden sich an, meistens über den Web-Client und haben dort dann quasi auch Ihr Kommunikationssystem, womit Sie Nachrichten versenden, wo Sie Anmeldungen für Vorlesungen machen oder auch wo Sie die Aufgaben erstellen.
Und diese Aufgaben, zum Beispiel jetzt, ich nehme als Beispiel Moodle oder jetzt Wips, bei Studerpi, die senden dann, wenn sie die Aufgabe erstellt haben, die Einreichung der Studierenden. Die werden nämlich nicht auf dem Lernmanagement-System getestet, sondern die werden erstmal an eine Middleware gesendet. Diese Middleware dient nur dazu, um die verschiedenen Bewertungssysteme, die daran angeschlossen sind, die zum Beispiel verschiedene Programmiersprachen unterstützen, Java, C++ oder Python, werden an die angeschlossen und auf diesen jeweiligen Systemen werden dann die Einreichungen durchgereicht und die Aufgaben erstellt. Dafür müssen nur kleine Schnittstellen entwickelt werden und wir haben dazu auch ein Git-Hub-Repository, wo wir das Aufgabenformat und auch welche Schnittstellen wir bereitstellen müssen, definiert. Und auch die Formate, die übermittelt werden, die setzen auf XML auf. Und diese Bewertungssysteme haben den Vorteil, dass viele Hochschulen oder viele Fakultäten gerade in der Informatik selber automatisierte Bewertungssysteme entwickelt haben, weil die Technologie ist einfach wie im normalen Schreiben von Programmieraufgaben, werden dort auch Technologien verwendet, die man zum Testen dann dort verwendet, wie JUnit, CheckStyle. Das ist quasi nicht extra nur für die Prüfung in einem Hochschulkontext entwickelt, sondern sind ganz normale Werkzeuge, die auch in der ganz normalen Programmierung verwendet werden. Zusätzlich ist halt noch zu bedenken, dass gerade diese Einreichungen halt auch abgesichert sein müssen. Das heißt, die Umgebung dort, wo sie ablaufen, dort können sie auch Schaden anrichten. Deswegen sind diese Programmierbewertungssysteme, haben noch einen Fokus auf Sicherheit. Und wie gesagt, dann wird die Einreichung hier mit der Aufgabe angelegt, dann wird getestet, es gibt ein Feedback. Eventuell wird noch übersetzt in das richtige Format für das jeweilige Lernmanagementsystem. Und dann geht es wieder zurück an den Studierenden mit seinem Ergebnis, was sie vorhin gesehen haben, richtig oder falsch. Und der Lehrende kann sich natürlich auch einloggen und sehen dann, wie seine Lernenden performt haben oder wie gut die Aufgabe verstanden wurde. Das Aufgabenrepository ist noch dazu da, dass wir Aufgaben, das haben wir, ist eins unserer Ausblicke, darauf wird Uta später noch eingehen. Wir wollen nämlich die Aufgaben, die sie erstellen in dem Aufgabenformat, welches wir auch entwickelt haben, auch austauschen können. Und dafür wollten wir ein Aufgabenrepository. Dort werden die abgelegt und die kann man dann auch mit anderen Hochschullehrenden austauschen. Das genau soweit. Noch kurz zu den ein paar Details. Das Moodle-Plugin ist auf der Basis von einem Question-Type geschrieben. Es sind drei Komponenten dafür zu installieren und derzeit werden Java, Python und ZLX unterstützt. ZLX ist eine Mathematik-Beschreibungssprache, dazu kann Ihnen Uta Priss genaueres sagen noch. Die Aufgaben können mit anderen Fragetypen auch verwendet werden. Das heißt, Sie können vorher einen Multiple-Choice-Test drin haben und können dann noch eine Programmieraufgabe machen, um das noch abzuschließen. Es kann die Moodle-Fragedatenbank verwendet werden. Das heißt, Sie können die Aufgaben auch in der Datenbank ablegen und dann in einem Kurs auch sharen, glaube ich. Und das heißt, auch mit anderen Hochschullehrenden in der gleichen Instanz tauschen. Einzige, was hier als X gekennzeichnet ist, ist quasi, Sie müssen dazu einen externen Editor verwenden, auf den wird Uta noch eingehen. Aber eigentlich bräuchte Moodle auch ein Repository. Und nicht nur in dieser Veranstaltung können die Aufgaben ausgetauscht werden, sondern darüber hinaus. Das habe ich Ihnen alles schon gesagt, dass man File-Upload oder Editor verwenden kann, das Syntax-Highlighting, das mit dem Code-Template, dass man Vorgaben machen kann, hatte ich auch schon gezeigt. Man kann auch zusätzliche Bibliotheken verwenden, wenn zum Beispiel Studierende auf Code, den man selber schon vorgegeben hat, wie eine Werkzeugbibliothek, dass sie dann diese Methoden da drin verwendet werden sollen, können dort auch verwendet werden. Und was ich Ihnen auch gezeigt habe, der Punktabzug bei Fehlversuchen. In Studerpi gibt es das gleiche quasi, aber erst mit der Version 1.4. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt, das gibt es als Plugin dann. Die im Grunde genommen sind die gleichen Funktionalitäten wie auch bei Moodle. Auch der Template-Modus und auch dort können die Aufgaben entwickelt werden. Sie sind nicht abhängig von Editor, aber dafür ist die Limitierung derzeit nur auf Java. Sie werden dann nur Java, JUnit und CheckStyle verwenden können. Allgemein kann man sagen, dass natürlich nicht alles automatisiert bewertet werden kann. Also zum Beispiel sind sehr offene Aufgaben, welche Freitext haben, sind schwierig zu erfassen, wie Sie sich vorstellen können. Aber auch Stilfragen
Ist zum Beispiel gehört zu gutem Programmierstil auch, dass man variable Namen wählt, die sinnvoll sind und wo, wenn jemand anders den Quellcode liest, auch erkennbar sind. Das können Programme nicht abfragen, ob das eine sinnvolle Variable ist. Deswegen empfehlen wir auch immer, dass man noch eine zusätzliche manuelle Kontrolle macht, wo man den Studierenden nochmal erklären lässt, was dort passiert, um auch zu überprüfen, ist die Abgabe auch wirklich von dem Studierenden oder wurden Sachen zusammenkopiert und dann auch nochmal so einen reflektierenden Moment zu haben in der Abgabe. Also dadurch spart man sich dann irgendwelche komplizierten Plagiatskontrollen, die sehe ich persönlich auch nicht als sehr sinnvoll an. Und ich übergebe an Uta Frist, Olli, wir die wollen nochmal eine jetzt... kurze Fragerunde machen. Das sind so ein Ach paar ja, ich... Hinweise noch im Chat Ach, und ich dann bin... nochmal drauf eingehen. Ah ja, gut, ich war schon so in meinem Redefluss, dass ich da gar nicht die Fragen gesehen habe. Aber gut, soll ich die gleich beantworten? Genau, ich sehe, Birgit, können die Aufgaben, die man aus Moodle exportiert, in Stereotypie importiert werden? Ja, die Aufgaben können exportiert und importiert werden, weil sie nämlich das gleiche Aufgabenformat sprechen. Und das ist dieses, was Uta später noch zeigen wird und was wir quasi in der Proforma-Gruppe entwickelt haben. Genau. Dann die nächste Frage, werden Personendaten an die Middleware geliefert? Sollte die Middleware innerhalb der Datenschutzhinweise genannt werden? Wir liefern keine Personendaten, wir geben höchstens einen Hash, der quasi, das ist so eine Übersetzung, das ist eine einseitige Übersetzung, da kann man aus meinem Namen, Oliver Rott, kriegt man dann ein kryptisches Zeichen, 74ABC. Und damit kann man dann quasi weiterarbeiten, aber man kann von diesen kryptischen Zeichen nicht mehr zurück auf meinen Namen schließen. Das heißt, eigentlich ist Datenschutzhinweis meiner Meinung nach nicht zwangsweise notwendig, aber trotzdem sollten Middleware wie auch die Einreichung innerhalb, die Systeme sollten innerhalb von Deutschland auf jeden Fall sein. Und ich bin auch kein Datenschutzexperte, aber ich nehme an, dass viele Lehrende auch wünschen, dass das auch in der Domäne der Hochschule bleibt. Aber genau, da sind andere bestimmt Experten. Kannst du zurück nochmal auf die Grafik gehen, wo da die Personendaten, also aus dem Lernmanagement wird dann dieser Dem Hash. Lernmanagement sind, genau, hier in dem Lernmanagementsystem sind alle Informationen drin. Eigentlich die wichtigen Informationen, die wir brauchen, das sind wirklich nur die Einreichung, also quasi der Programmcode. Da wird nicht übergeben, Oliver Rott hat übergeben, das ist total uninteressant, weil diese Systeme hier hinten, die sind zustandslos. Das brauche ich also gar nicht. Ich brauche nur die Informationen, wie die Einreichung performt wurde. Das ist für die Systeme hier hinten, wer das gemacht hat, total uninteressant. Für uns ist nur eine Sache dann nochmal spannend, aber nur wenn Fehler auftauchen oder Sicherheitsverstöße, dass wir in Absprache mit dem Lernmanagementsystem herausfinden könnten, wenn es einen Einbruch gab, wer das war. Da müsste man hier nochmal in Kommunikation mit denjenigen kommen, die im Lernmanagementsystem quasi dort die Zugriff haben. Aber automatisiert geht das nicht. Ist die Frage damit beantwortet? Das heißt also auf der Lernmanagement-Seite, also wenn man das jetzt zurückmeldet, weil die Ausgabe, also das, was man angefragt hat, das wird ja verarbeitet und dann wird ja eine Rückmeldung gegeben. Und das wird wieder auf Grundlage dieses, was hast du gesagt, Hash, dann Das ist einfach, zurückgemeldet? ja. Okay. Okay. Aber ansonsten ist das, sind da keine weiteren Sachen. Dann habe ich, ah genau, das war von Frau Rosa. Dann hast du noch eine Frage, wie aufwendig ist es, weitere Programmiersprachen hinzuzufügen? Das, also ich persönlich, seit 2011 hier dabei, wir verwenden den Praktomaten vom Kit. Und dort ist es relativ, ich bin der Meinung, relativ einfach, neue Programmiersprachen hinzuzufügen. Aber es bedarf auf jeden Fall Aufwand. Das heißt, man braucht auf jeden Fall jemanden, der sich in das System auch einarbeitet und dort einen neuen Checker, das sind quasi Tester, hinzufügt, der dann quasi die Sache auch automatisiert prüft, ob eine Einreichung dann richtig oder falsch ist. Ansonsten gibt es ja natürlich auch noch weitere Programmierbewertungssysteme, die auch für andere Sprachen,
also die existieren, die ich jetzt nicht alle kenne. Und wenn die Systeme quasi auch mit der Middleware und dann mit dem Lernmanagementsystem interagieren wollen, ist es notwendig, dass dann dort eine Schnittstelle implementiert wird, womit man die Aufgaben anlegen kann und auch die Einreichung abarbeiten kann. Das ist quasi immer, das ist dieser grüne Balken. Das haben wir auch quasi einen Vorschlag, wie diese Kommunikation ablaufen sollte, auch auf unserer GitHub-Seite. Das heißt, auch bestehende Systeme können dann quasi dort mitmachen und beziehungsweise angeschlossen werden. Genau, dann, ich vermute, StudIP 4.4, D1.4 ist seit mindestens 10 Jahren nicht mehr angesagt. Achso, nein. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Es geht nicht um StudIP, sondern um die WIPS-Version. WIPS 1.4. Das Plugin hat auch noch eine Version. Und mit StudIP, was Sie ja gerade gesehen haben, das war Version 3.5. Und auch mit StudIP 4.2, also mit auf allen gängigen Systemen sollte das dann quasi laufen in StudIP. Es ist nur wichtig, die WIPS-Version ist 1.4 und das gibt dann dazu ein Plugin. Da ist Herr Dominik Feldschnieder dafür zuständig, mit dem ich zusammenarbeite. Genau. Das bezieht sich, genau, das war die nächste Frage schon, genau, es war die Version auch von WIPS. Wo liegt die Middleware von Frau Rose? Die Middleware sollte meiner Meinung nach, und das war auch das, was ich vorhin meinte mit dem Datenschutz, da habe ich gesagt, ich bin der Meinung, dass die in der Domäne der Hochschule liegt. Das heißt, ein Lernmanagementsystem wird ja meistens auch von einem Rechenzentrum gehostet oder von einer E-Learning-Einheit. Das hängt ja immer davon ab, wie dann die Strukturen dort sind. Und auch die Middleware sollte dort gehostet sein. Und dann kann man über die Middleware weitere Programmierbewertungssysteme anschließen. Genau. Weitere Fragen sehe ich jetzt. Da fällt mir gleich, ich sage es jetzt einfach nochmal München, das mündlich, das Aufgabenrepository, das ist ja dann, wo alle Hochschulen darauf zugreifen sollten. Das wird wo dann, wo liegt das dann? Ja, das, also das kann man ja, genau, das haben wir selber noch nicht festgelegt. Wir sind selber noch, das ist eins der, ich will auch nicht zu weit vorgreifen, weil Uta wird dazu bestimmt auch noch gleich was sagen. Oder ich würde dann einfach an dich das übergeben, weil das ja zum Ausblick da gehört. Dann kann Uta was dazu sagen. Ja, dann ich denke, das Repository machen wir später. Conny fragt noch, ob man noch einen eigenen Server benötigt. Man kann das alles auf einem Server haben, man kann das auch auf verschiedenen Servern haben. Und auch zur Datenschutzsituation, also ich glaube, dass diese Systeme eigentlich nichts anderes sind, als was die Hochschulen sowieso schon haben. Also wenn man einen E-Mail-Server hat und da irgendwas dranhängt, die Daten werden ja immer da in irgendeiner Form bewegt. Also ich glaube nicht, dass sich da, solange es, man die Sachen an einer Hochschule installiert, glaube ich nicht, dass sich da irgendetwas ergibt, was nicht die Hochschule sowieso schon mit den Nutzungsbedingungen in irgendeiner Form abdecken muss, vermute ich mal. Wenn die Sachen natürlich verteilt liegen, andere Frage. Gut, ja, noch so ein bisschen die didaktischen Einsatzszenarien. Ganz wichtig ist immer das Feedback. Das ist bei Programmieraufgaben so eine Sache, also die Systeme selber geben ja immer schon Feedback. Wenn ich eine Aufgabe schreibe und die Studierenden geben das in den Compiler ein oder erstellen das mit einer Entwicklungsumgebung, bekommen sie immer schon Feedback. Das wird dann vom System generiert und ist für Anfänger oft völlig unverständlich. Da liegt also der Wert bei diesem Aufgabenformat, was wir jetzt generiert haben mit den Proforma-Kollegen in den anderen Hochschulen zusammen. Da haben wir jetzt auch eine neue Version, die es möglich macht, sehr viel detailliertes Feedback zu geben. Die Lehrenden müssen das dann natürlich auch umsetzen. Also das geht dann darum, Feedback zu schreiben, dass man sozusagen an die Aufgaben dranhängt. Da gibt es ein Paper von John Hattie, was also sagt, dass man die Aufgaben schon anspruchsvoll machen soll, aber nicht zu komplex, wenn da zu viel Feedback ist. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, die Studierenden lesen sowieso immer nur die ersten zwei Zeilen und den Rest nicht mehr. Also man muss gucken, dass man da nicht zu viel schreibt und möglichst relevantes Feedback gleich. Also das ist immer eine Herausforderung bei diesen Arbeiten. Aufgaben.
Ganz gut kann man das, diese Aufgaben einsetzen für die Grundveranstaltung, also zum Beispiel, um zu erklären, was Objektorientierung ist für eine neue Programmiersprache und für grundlegende Programmierfähigkeiten. Für sehr komplexe Aufgaben, denke ich, die kann man dann nicht mehr automatisch bewerten. Also wenn man eine offene Aufgabe stellt, die Studierenden sollen irgendein Problem lösen und modellieren und implementieren, dann kann man dafür keine Tests schreiben, weil man ja eventuell noch gar nicht weiß, was rauskommt. Also das ist so eher, denke ich, in den ersten 2 Jahren der Programmierausbildung, dass diese wirklich vollautomatisch bewerteten Aufgaben Einsatz haben. Ja, gerade bei den einführenden Aufgaben kann man, das hat Oliver auch schon gesagt, eben auch helfen, dadurch, dass man den Studierenden schon so ein halbes Programm gibt, wo sie dann nur noch gewisse Sachen ergänzen müssen. Und das hatte ich eben auch schon gesagt mit dem Compiler-Output, dass man eben durch diese Systeme, Compiler-Output ist oft völlig unverständlich für Anfänger, da kann man also durch so ein System dann noch das Feedback etwas anders noch mit dranhängen. Für fortgeschrittenere Aufgaben denken wir, dass der Einsatz dieser Systeme auch motivierend wirkt. Ein Vorteil ist eben, dass die Studierenden selber gleich die Aufgabe testen können, Feedback bekommen. Sie müssen nicht warten, bis ein Lehrender vielleicht rumgeht und dann im Labor da mit 50 Studierenden dann bei jedem Studierenden so 2 Minuten Zeit verbringt. Da ist es natürlich besser, wenn die Studierenden die Aufgaben eigenständig schon testen können. Diese Testfälle, die im System sind, können den Studierenden auch gegeben werden oder man kann es so machen, dass man einige Testfälle veröffentlicht und die anderen geheim hält und dann können die Studierenden die Testfälle auf ihrem eigenen System schon ausprobieren und wenn sie die Aufgabe dann einreichen, dann gibt es einige Testfälle, die funktionieren und dann noch ein paar zusätzliche, die Studierenden noch nicht gesehen haben und die funktionieren dann nur, wenn die Studierenden das auch wirklich richtig implementiert haben. Und je fortgeschrittener die Aufgaben sind, desto weiter kann man das Feedback dann wahrscheinlich auch einschränken. Also man könnte dann auch wirklich irgendwann Aufgaben haben, wo nur noch steht, bestanden oder nicht bestanden. Und dann müssen die Studierenden eben ihre eigenen Problemlösefähigkeiten entwickeln, um herauszufinden, wo die Fehler sind. Gut, wir haben jetzt für die didaktischen Einsatzszenarien auch eine Abfrage. Genau, können Sie sich vorstellen, Programmieraufgaben in der Lehre einzusetzen? Sie haben natürlich alle gesagt, dass Sie selber nicht lehren, dann also eher, wie würden Sie beraten? Und auch die zweite Frage, haben Sie weitere Ideen zum Einsatz von Programmieraufgaben? Da auch wieder an die Didaktiker natürlich die Frage, wie würden Sie Lehre in der Richtung beraten. Ich sehe gerade im Chat wurde die Frage noch gestellt, wo steht das Feedback? Das hatte Oliver ja in der Demonstration gezeigt, dass immer wenn die Aufgabe eingereicht wird, dann steht unter der Aufgabe so eine Liste mit bestanden, nicht bestanden oder rotes Kreuz, grüner Haken und da können die Studierenden dann draufklicken und sehen, welchen Aspekt sie bestanden haben oder nicht und wenn das dann nicht bestanden ist, dann können sie da nochmal draufklicken und sehen dann das Feedback dazu. Ich frage nochmal dazwischen, habt ihr Rückmeldungen von Studierenden? Wie empfinden die das und was sagen die dazu? Also ihr setzt es ja ein in das Fall, ja, ne? Ja, so, wir haben ganz am Anfang mal eine Umfrage gemacht. So direkt eine Befragung haben wir jetzt eigentlich nicht mehr gemacht. Das geht eigentlich aus der Literatur hervor. Also unsere Kollegen in Clausthal, Duisburg, Essen, Hannover setzen dieses Thema auch ein. Generell ist das Feedback für solche Aufgaben von den Studierenden immer sehr gut, weil sie eben selber die Aufgaben testen können und zusätzliches Feedback bekommen. Also so das andere Extrem von automatisch bewerteten Aufgaben wäre so eine Methode, wo die Studierenden Programmcode mit Papier und Bleistift schreiben und dann einreichen. Also ich, als ich studiert habe, war das zum Teil noch so, dass wir also wirklich noch nicht mal am Computer programmiert haben, sondern auf Zettel sozusagen. Und in Klausuren ist es wahrscheinlich immer noch so. Das ist so das andere Extrem.
wo man gar nichts sofort bekommt und man merkt auch nicht, wenn man sich da irgendwie verschrieben hat. Man kommt also gar nichts. Das entspricht natürlich auch überhaupt nicht der Situation des Programmierens. Wenn ich im Beruf programmiere, dann bekomme ich immer sofort Feedback, zumindest ob das Programm läuft. Also ich denke, so diese Idee, dass man die Programme direkt ausprobiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da in irgendeiner Weise von irgendwem negatives Feedback gibt. Es könnte von den Studierenden negatives Feedback natürlich geben, wenn das zu viel eingesetzt wird, wenn das zu stark bewertet wird oder nicht genug jetzt von diesem konfigurierbaren Feedback und so, das haben wir noch nicht weiter untersucht. Mhm. So, von Ihnen kam jetzt gar nichts, weitere Ideen zum Einsatz. Gut, dann denke ich, jetzt kommt doch irgendetwas. Ist es auch in Gruppen aufrufbar? Dann könnten die Studierenden das für sich, ja, also Gruppen, wenn das Lernmanagementsystem das unterstützt, dann geht das. Also wir haben anfangs die Sachen immer in Longhappa eingesetzt, da ging das nicht gut. Allerdings ist es so, dass die Lehrenden das dann noch über ein SVN machen. Das heißt, die Studierenden arbeiten erst in einem Repository, tatsächlich als Gruppe, und das reichen sie dann ein. Also das funktioniert auch gut. Ja, also wie gesagt, das hängt alles davon ab, ob das LMS das unterstützt oder nicht. Wenn ja, dann kann unser System das auch. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Genau, wir haben mit den anderen E-Kult-Kolleginnen und Kollegen ein Austauschformat generiert. Das ist eigentlich so, ja, vielleicht das Wichtigste, was wir in Zusammenarbeit gemacht haben, wo wir uns eben darauf geeinigt haben, dass diese Programmieraufgaben in XML beschrieben werden in einer Form, dass sie ausgetauscht werden können. Und zwar sind das nicht nur StudiP und Moodle und Longhappa. Kappa, wie ich jetzt erwähnt hatte, was wir in Ausfalia machen, sondern eben auch die Systeme Grappa und Graja, die an der Hochschule Hannover eingesetzt werden, die kommen auch mit Moodle im Einsatz, und es gibt in Clausthal ein Standalone-System und in Duisburg-Essen auch. Das in Duisburg-Essen wird zumindest auch noch an einigen anderen Hochschulen verwendet. Alle diese Systeme verwenden das gleiche Format. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe in dem System erstelle, kann ich die prinzipiell exportieren und in ein anderes System importieren. Vermutlich muss man bei einigen Aufgaben dann manuell noch Sachen anpassen. Es ist also die Möglichkeit für Programmieraufgaben ist fast unbegrenzt und jedes System hat so ein bisschen was anderes unter Umständen da noch an extra Features. Aber das Grundgerüst der Aufgaben läuft. Das haben wir auch getestet. Also da kann man wirklich eine Aufgabe mit anderen Lehrenden austauschen. Ja, und wir denken, dass das wichtig ist, weil es sehr zeitaufwendig ist, Aufgaben zu erstellen. Von daher bietet es sich an, dass Lehrende die dann auch austauschen können. Und selbst wenn man nicht die exakt gleiche Aufgabe macht wie ein anderer Lehrender, ist es immer noch gut, das Gerüst einer Aufgabe zu bekommen, sodass man eine Vorstellung hat und dann die eigene Aufgabe sehr viel schneller und leichter erstellen kann. Also ich habe neulich von irgendjemand gehört, dass in Moodle diese Matheaufgaben, dass ein Hiwi, der das zum ersten Mal gemacht hat, der hat 40 Stunden gebraucht, um eine Aufgabe, also Matheaufgabe in Moodle zu programmieren. Ich denke, wenn man mit Programmieren Aufgaben anfängt, also wir sagen eigentlich immer eher so im Rahmen von 2 Stunden für die reine Implementierung und je nachdem, wie viel der Lehrende vorher braucht, um sich die Aufgabe auszudenken. Also so in dem Umfang, also zwischen, sagen wir mal, 2 Stunden nur Implementierung, 10 Stunden mit Hintergrund und bis zu 40 Stunden, so lange braucht man wirklich für eine Aufgabe. Von daher macht es Sinn, sich auszutauschen. Birgit fragt, ob es ein Testsystem ist. Können Lehrende bei Interesse die automatische Bewertung testen? Naja, also sobald das in StudiP implementiert ist, also sobald das freigegeben ist, denke ich, kann das jeder benutzen. Es ist,
ja, man muss noch klären, also die StudiP-Leute müssen noch klären, wo dann jeweils diese Middleware liegt, ob die auf einem Server liegt oder ob die selber implementiert wird. Wir selber bieten es und eventuell an, dass sich einzelne Leute unsere Systeme angucken. Es geht natürlich nicht, wir können nicht Studierende von einer anderen Hochschule hier im System betreuen. Also letzten Endes ist es schon so, dass man ein ganz bisschen Implementierung, also man muss mit dem eigenen Rechenzentrum reden, denke ich, wenn man das tatsächlich an der einen Hochschule, an der eigenen Hochschule verwenden will. Ja, also Conny fragt, ob es auf dem Developer-Server installiert wird. Ich denke mal, das ist ja jetzt, die Arbeit mit StudiP ist ja jetzt gerade erst im Gange. Also wir hatten auch schon diskutiert, ob es da auf dem ELAN-Server ein Backend geben kann, sodass das dann wirklich für alle StudiP-Nutzer verfügbar ist. Also das muss innerhalb der StudiP-Community dann, glaube ich, geklärt werden. Also ich denke, StudiP ist wahrscheinlich wirklich der beste Kandidat für das Austesten da. Zum Zeigen, also ja, also wenn sich ein Lehrender unser System nur mal anschauen will, ohne jetzt eigene Studierende zu betreuen, das können wir an der Ostfalia machen und haben wir auch schon gemacht. Also der oder die sollte uns dann per E-Mail kontaktieren. Für dieses Austauschformat haben wir auch einen Editor geschrieben, und zwar ist es so, dass die Aufgaben ja erstellt werden müssen. Die meisten Systeme haben dafür ihr eigenes Format, also in StudiP. WIPS hat ja sowieso eine Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen, und da sind diese Programmieraufgaben also drin. Wir haben aber auch einen Editor, der einfach nur so das Format verwenden kann, ohne an irgendetwas angebunden zu sein. Und zwar läuft er einfach im Web. Da kann man also jede Programmieraufgabe, egal wo sie herkommt, einfach als Datei reinschmeißen sozusagen in diesen Editor und kann sie sich dann angucken. Ausblick. Die Repository-Frage ist nach wie vor spannend. Das kann Longhappa ja. Und Longhappa hat da so eine richtige Infrastruktur mit teilnehmenden Hochschulen und so weiter. Bei Moodle, und ich weiß nicht, was StudiP da plant, ist das noch so eine Sache. Bei Moodle ist es so, die Fragendatenbank kann normalerweise erstmal nur von dem einen Lehrenden verwendet werden. Und man kann das in der Hochschule dann so einrichten, dass man einen Kurs hat, in dem die Aufgaben alle drin liegen und alle Lehrenden, die da drin sind, sind dann da mit drin. Ansonsten können die Fragen natürlich exportiert, importiert und per Mail verschickt werden. Es wäre schön, wenn es ein Repository gäbe, am besten auch etwas, was nicht jetzt so an unserem Projekt dranhängt, sondern etwas, was generell einfach da ist. Ein Problem bei diesen Repositories sind immer die Zugänge. Ich habe gerade neulich gesehen, die Moodle-Leute haben ja ein Repository für Matheaufgaben, was jetzt gerade im Aufbau ist, und da kann man sich im Moment einfach so einloggen. Also jeder kann sich da einloggen. Das heißt, auch Studierende können sich da einloggen. Also Repository ist nicht nur ein technisches, eine technische Herausforderung, sondern auch strukturell. Man muss das irgendwie managen, wer darf sich da einloggen, wer darf die Aufgaben erstellen, können die kommentiert werden. Da hängt sehr viel dran, was Longhappa, wie gesagt, gut kann, aber Longhappa ist nicht so populär in Deutschland. Also die Repository-Frage besteht nach wie vor. Ich glaube, es gibt da keine einfache Lösung. Ich glaube auch nicht, auch das, was Moodle im Moment in Bezug auf Matheaufgaben macht, das ist alles noch nicht perfekt. Also Repository ist wirklich etwas für die Zukunft. Und ich hoffe, dass da weiter dran gearbeitet wird. Ja, der zweite Punkt, da weiß ich gar nicht, Parametrisierung ist auch total wichtig, auch wenn, insbesondere wenn Studierende vielleicht plagiieren, dann hilft es immer, wenn nicht jeder die gleiche Aufgabe hat, dann kann man nämlich nicht einfach kopieren. Das ist bei Programmieraufgaben auch sehr viel aufwendiger als bei Matheaufgaben. Das ist in unseren Systemen wirklich erst am Anfang. Da gibt es eigentlich noch nichts, was wir da im Moment unterstützen.
Peer Review ist also auch voll spannend. Da gibt es Veröffentlichungen, auch gerade von diesem Praktomat-System, dass Studierende den Code einfach gegenseitig bewerten. Also das hat diesen doppelten Lerneffekt. Zum einen, dass man noch Kommentare bekommt, nicht nur aus Lehrenden-Sicht, sondern auch sozusagen von Gleichgesinnten und aber auch selber anderen Code liest. Also das ist auch sehr empfehlenswert. Unser System unterstützt das im Moment noch nicht, aber ich denke, wenn es da ein Moodle-Plugin gibt, was sowas, oder ein StudiP-Plugin, was sowas sowieso unterstützt, dann kann man das da vielleicht verbinden, müsste man gucken. Und wir arbeiten auch noch an der Feedback-Verbesserung. Das ist also auch unbegrenzt, was man da alles noch verbessern kann, sodass es mehr Details gibt oder je nach Lernzustand mehr oder weniger Details und so weiter. Wir haben hier noch ein paar Links. Das erste ist das Repository, wo der Code liegt. Das ist der Code für das Austauschformat. Dann haben wir einen Link hier für die Programmieraufgaben. Das ist, glaube ich, noch in Longhappa. Wir haben ein Journal Paper veröffentlicht vor ein paar Jahren. Das war so die erste Version des Formats. Ich denke, demnächst wird irgendwann ein Paper geschrieben, wo die derzeitige Version beschrieben wird. Dann hier nochmal die Links zu diesen ABP-Workshops, die wir vorher schon erwähnt hatten. Und vor ein, zwei Jahren haben wir ein Buch herausgegeben. Das war also aus dieser ABP-Community zusammen mit der eCult-Community. Das Buch ist als Open Access erreichbar, da unten steht der Link, das können Sie sich also herunterladen, wenn es Sie interessiert. Und da ist im Prinzip so alles drin, was die Leute, mit denen wir Kontakt hatten, zu der Zeit in die Richtung gemacht haben. Also da geht es um verschiedene Systeme, verschiedene Programmiersprachen, Einsatz in der Mathematik, Einsatz in verschiedenen Szenarien und so weiter. Das ist alles in diesem Buch beschrieben. Und das wäre das Ende dessen, was wir vorbereitet haben. Wir haben jetzt noch einen Raum für Diskussion vorbereitet. Haben Sie Fragen? Sie können also den kleinen Chat benutzen, Sie können aber auch gerne noch eine Anmerkung, die Links waren gerade nicht anklickbar. Chat wenn Sie Interesse haben, dann schicken Sie uns einfach eine Mail und dann würden Sie die Übersicht über die Links auch nochmal bekommen. Ne? Kann ich so versprechen, oder, Mutter und Oliver? Ja, also oder einfach uns googeln. Die Links sind auch auf unserer Webseite. Ich glaube, der eine Link auf der einen Folie war auch ein bisschen veraltet. Ich weiß von nichts. Stehen die Aufgaben auch unter dem Urheberrecht? Genau diese Fragen, das sind genau diese Fragen für Repositories, die man lösen muss. Unter welchen Lizenzen sind die dann veröffentlicht? Wie hängt die Lizenz da dran und so weiter? Da haben wir uns rausgehalten. Also unser Format selber, wir haben sogar gesagt, wir packen das nicht mit in die Metadaten oder so. Da gibt es schon Metadatensysteme, ja, oder OER, da gibt es Systeme, womit man das kombinieren kann. Also das ist nichts, womit wir uns beschäftigt haben, aber es ist klar, dass das für ein Repository gelöst sein muss. Es kommt auch immer auf die Fachgebiete drauf an. Also wir haben von unseren Informatiklehrenden hier gehört, dass die zum Teil die Aufgaben sowieso nur ein, zwei Semester benutzen. Und dann nicht mehr, also immer neue Aufgaben generieren. Ich denke, die hätten dann auch kein Problem damit, die Aufgaben wirklich dann auch weiterzugeben. Auch aus dem Grunde, also auch egal, was da dann für ein Copyright hinter ist. Es kommt immer drauf an. Und dann gibt es Leute, die verwenden immer die gleichen Aufgaben. Die Lehrenden an den Hochschulen, die teilnehmen, die müssen sie dann natürlich geheim halten. Oder gibt es auch Leute, also bei den Programmierveranstaltungen, die sagen, nee, das sehe ich keinen, also bin ich nicht. Automatisierte Bewertung oder wie ist die Community der Lehrenden? Wächst die oder bleibt die konstant oder wie ist da so die Rückmeldung? Mhm.
Generell sind die Leute alle für automatisierte Bewertung, aber es ist oft so bei Informatiklehrenden, dass die am liebsten ihr eigenes System benutzen. Also ist es so, dass die dann sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie das sein muss. Und wenn das nicht genau so ist, dann kann es sein, dass sie sich eben selber was schreiben. Aber wir alle aus Falia haben jetzt einen ganz guten Nutzerkreis, weil es eben so ist, dass solche Systeme auch immer gepflegt werden müssen. Und wenn jeder sein eigenes System hat, da geht sehr viel Arbeit rein. Und da ist es schon gut, wenn man eine Community hat und dann Systeme verwendet, wo man auch weiß, dass die in einem Jahr und in zwei Jahren und so weiter noch funktionieren. Ich glaube auch durch die Möglichkeit mit StudIP, dass wir die Hürde einfach für Lehrende, das einzusetzen, relativ gering halten. Deswegen war der Ansatz bei StudIP auch nicht so viele Programmiersprachen zu unterstützen, sondern jetzt nur auf Java am Anfang und dann quasi dort zu gucken, dass man die die Lehrenden auch begeistern kann dafür und dann weitere Sprachen noch hinzunimmt. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich das Interesse da ist, aber wie gesagt, unsere Systeme sind ja jetzt auch über die letzten Jahre erst gereift und jetzt auch benutzerfreundlicher geworden und auch der Austausch ist dann möglich. Deswegen glaube ich schon, dass die Zukunft auf jeden Fall dort gut aussieht. Wir haben ja, also Moodle ist ja auch, das ist noch gar nicht veröffentlicht, das Moodle-Plugin. Und StudIP kommt jetzt gerade erst. Wir haben also wirklich bisher immer nur Longhappa gehabt und das gibt es ja nicht an allen Hochschulen. Und also es kann durchaus sein, dass wenn jetzt das Moodle-Plugin wirklich freigegeben wird, dass, also ich hoffe mal, dass dann auf einmal 50 Leute deutschlandweit oder 100 oder so, weiß ich nicht, also das, oder und StudiP auch, also ich halte das für möglich, dass da die Nutzerzahlen wirklich dann steigen. Ja genau, also der Austausch war für uns am Anfang immer auch das Wichtigste. Also das kann man eigentlich auch nochmal ganz gut sagen, dass nämlich unser Projekt hätte ja auch aussehen können, dass wir das perfekte System erstellen, aber das war gar nicht Ziel von dem E-Code-Projekt, in dem wir sind, sondern es war von vornherein schon mitgedacht, dass es verschiedene Systeme gibt und dass wir quasi nur den Austausch unter diesen Systemen ermöglichen wollen, um den Mehrwert dann zu schaffen. Weil das perfekte System erstellen wird man nie, aber ein Aufgabenformat, mit dem man die Sachen austauschen kann, das hat schon einen Mehrwert. Und was man auch noch erwähnen kann, ist, dass wir eigentlich relativ, also mein persönlich, also worüber ich mich am meisten gefreut habe, war, dass das HPI, das Hasso-Plattner-Institut, auch unser Aufgabenformat verwendet. Und weil sie es nämlich im Internet gefunden haben und es gibt keine Alternative dazu. Es gibt kein Aufgabenformat, um Programmieraufgaben quasi abzubilden. Und so haben die sich bei uns gemeldet und setzen das auch schon ein. Also das ist schon auch ein Erfolg von dem Kooperationsprojekt. Ab wann ist es für StudIP auf dem Marktplatz zu finden? Also ich rechne damit. Ich weiß es nicht genau. Also es wird, ich verweise da mal auf Dominik Feldschnieder und Emma Ludwig. Die beiden sind quasi für dieses Plugin in Vips, bin ich mit denen in Rücksprache. Und ich glaube, dass, ich kann mir vorstellen, dass es nächsten Monat auf jeden Fall schon sehr reif ist und dass wir dann auf jeden Fall auch Benutzer suchen, die das gerne austesten würden. Das heißt natürlich auch, dass an den Hochschulen die Middleware und auch das Bewertungssystem eingerichtet wird. Oder halt für Ausgewählte zum Testen mit über den ELAN-Server. Das müssen wir halt noch aushandeln. Also ich wage mal ganz wild zu sagen, ab März gibt es vielleicht schon was zu sehen. Herzlichen Dank an euch zwei. Für die Community. Ich finde es immer wieder spannend, dass in der Webinarreihe dann doch wieder auch so diese Themen behandelt werden, mit denen ich jetzt zum Beispiel im Alltag nicht so viel zu tun habe, wenn man einfach in diesem Bereich nicht arbeitet und mit Programmieraufgaben nicht zu tun hat, ist das immer eine schöne Gelegenheit, mal wieder was davon zu hören. Deshalb ganz herzlichen Dank an euch.